Hier ist Spiel Nummer 3, du kannst damit wieder ausgleichen. Bitte? Das ist mein. Ja, Frauen. Was heißt hier ja? Habe ich mich nicht drauf vorbereitet. Auf Fußball? Nee. Nee. Könnt ihr beide denn wenigstens ein bisschen kicken? Definiert bisschen. Naja, Ball treffen. Ja, ich weiß, wie das es zusammengehört, der Fuß. Ja, also ich will ja auch nicht voll in diese Schuvi-Schiene rein, von wegen, dass Frauen nicht Fußball spielen. Ich bin ja ein großer Verfechter des Frauenfußballs tatsächlich. Hab mir dafür auch besonders manchmal, von der Zeitlupe, ne? Nein, ich finde Frauenfußball, da habe ich mir Hohn und Spott schon mal anhören müssen. Weil ich, meiner Meinung nach finde ich, spielen die den, also das klingt jetzt auch komisch, attraktiveren Fußball. Die lassen sich nicht so oft fallen. Jetzt wird hier doch schon wieder gelacht. Pass auf, wir machen, ich ihr zieht euch um und wir machen Werbung. Sie können was gewinnen. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück mit unserem Kathi Hummels Ersatz. Weil, falls Sie es nicht mitbekommen haben, Kathi Hummels konnte leider heute nicht antreten, aber wir haben hervorragenden Ersatz, in Anführungszeichen. Ersatz klingt immer so bescheuert, aber ich bin froh, dass du da bist. Veränderung. Jasmin Wagner gegen unsere Insta-Königin Dagi B. Wir sind bei Spiel Nummer 3, Fußball, beziehungsweise direkt gesagt Frauenfußball. Mhm. Und das sage ich nicht irgendwie schlecht, sondern es spielen ja gleich zwei Frauen einfach Fußball. Und da bin ich sehr gespannt, wie das hier aussehen wird. Die Regeln sind eigentlich ganz einfach. Ihr spielt logischerweise 1 gegen 1. Spieldauer sind 2 mal 2,5 Minuten. Es gibt eine kurze Halbzeitpause, da könnt ihr gerne was trinken. Okay. Der Ball darf zu keinem Zeitpunkt mit der Hand gespielt werden. Okay. Logisch. Logisch. Bei Handspiel oder Vereiten einer klaren Torchance heißt, irgendeiner läuft aufs Tor zu und du ziehst sie hinten, dass sie nicht mehr schießen kann. Mhm. Dann ist es eine Vereitelung einer klaren Torchance. Gibt es einen Strafstoß von dem Punkt aus? Auch da darf der Torwart dann nicht die Hände benutzen, sondern am besten Hände auf dem Rücken. Okay. Und dann so versuchen irgendwie ab. Gesicht hinhalten, gut. Naja, Gesicht, ich glaube, so hoch ist das Tor ja nicht. Da kann mit dem Blick weiß ja nie, ne? Nichts wirklich passieren. Wie die Schusstechnik ist. Wichtig ist für die Konzentration, nach einem Tor wird zügig weitergespielt. Okay. Also, solltest du ein Tor schießen, dann kannst du mit der Hand natürlich den Ball aus dem Tor holen. Das ist erlaubt. Okay. Dann kannst du aber eigentlich sofort, wenn du merkst, oh, sie trödelt ein bisschen, darfst du eigentlich... Christina, unsere Schiedsrichterin, stelle ich gleich nochmal vor, pfeift an und dann kannst du eigentlich sofort wieder schießen. Mhm. Du musst nicht vom Anstoß, vom Mittelpunkt, sondern einfach weiterspielen. Mhm. Wer am Ende die meisten Tore geschossen hat, klar, gewinnt das Spiel. Bei Unentschieden gibt es ein Golden Goal. Das bedeutet, wer als nächstes ein Tor geschossen hat, der gewinnt das Spiel und die Münze entscheidet gleich, wer anfängt. Und das mache nicht ich, sondern das macht Christina Biel, unsere Schiedsrichterin. Und das ist nicht irgendeine, sondern wirklich Profi-Schiedsrichterin mit einem Wikipedia-Eintrag sogar. Also die kennt sich jetzt wirklich aus. Wenn ihr also noch Fragen habt, bitte jetzt stellen. Ich bin eigentlich raus, aber es ist im Prinzip alles wirklich erklärt. Wichtig ist wirklich, wartet auf den Anpfiff, aber sobald angepfiffen wurde, könnt ihr sofort wieder schießen. Ihr müsst nicht warten, bis sie sich umdreht oder sonst was. Okay. Yep. Gut. Okay. Du legst den Ball in die Mitte und dann rennen wir drauf los? Wir machen die Platzwahl, beziehungsweise die Anstoßwahl. Dagi, du bist blau. Mhm. Jasmin, du bist rot. Eindeutig. Wer gewinnt den Anstoß? Oh, spannend. Jasmin. C'est moi. Du hast den Ball. Wir verlassen das Feld, Elton, und dann pfeife ich an. Wie geht Anstoß? Dort den Ball hinlegen. Okay, gut. Ich pfeife und dann kannst du loslegen. Noch eine kleine Schießen, Frage. Schießen oder du kannst auch zweimal trippeln hintereinander, was du möchtest. Eine kleine Frage. Gerne. Aber wenn ich im Tor stehe, darf ich den Ball schon fangen? Nein. Ich wirklich komplett nicht. Also wirklich nur die Hand. Okay, wir haben keine Hände mehr. Okay. Genau. Ich habe eigentlich keine Hände mehr. Wir verlassen das Spielfeld. Wir verlassen, Gut. Wer weiß. Gut. Ihr wartet auf den Anpfiff. Jasmin, Dagi bereit? Ja. Ich sehe Dagi gar nicht mehr. Wo ist Dagi? Sie ist verschwunden. Okay, ich bin weg. Spiel 3 kann beginnen. Ja klar, Angelegenheit. Wir werden relativ schnell erkennen, wer vielleicht schon mal gegen den Ball getreten hat. Ein Tor versehentlich, kann man fast sagen, oder? Den Abprall aber schön ausgenutzt. Also 1:0. Bumm, und da wird gleich gegengehalten. Na, guck mal an hier. Oh, Jasmin, jetzt müssen wir mal gucken. Das kann bei der Zeit nein! Das kann bei der Zeit natürlich zu einer Konditionsfrage werden. Mit der Pace, die beide hier vornehmen. So, 2:0, Achtung. Weiter geht's. Ausholen, auf geht's. Der Scheiß ist anstrengend. Ich werde nie, nie wieder sagen, dass sie zu viel Geld verlieren. Weiter. Vorsichtig, jawohl. Macht sie eigentlich jetzt gar nicht so schlecht mit den Voraussetzungen, die sie hat, die Jasmin, unser Blümchen.
Dagi kämpft dann auch so ein bisschen, aber kommt ja vielleicht gleich noch. Oh, das war gar nicht so schlecht hier gerade. Das war gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt muss man hinterherkommen. Nein. Ja. Nein. Tor für Dagi. Bumm, drin. Anschlusstreffer. Schon wieder angepfiffen. So, was beide noch nicht so richtig erkannt haben, sind die Banden, mit denen man auch was machen kann. 2:2 auf jeden Fall steht es. Und wir haben 1:16 auf der Uhr, 1:15, ich hab's gesagt. Und, nein, warum denn so spät? Och, da ist mir fast das Herz stehen geblieben gerade. Aber schön gelöst dann noch. Und Dagi B kommt ja auch richtig gut rein in dieses Spiel gerade. In der Halbzeit. Zack, von der Wanne nachsetzen. Jasmin hat den Ball. So, und sie macht das immer dort irgendwie. So. Vorsichtig, jetzt einen schnellen Schuss vielleicht. Ach, ja, gegen die Bande und andere Richtung auch wieder. Ja. Kondition. Und das ist erst die erste Halbzeit, so kleine Erinnerung. Wir gehen auf die 30-Sekunden-Marke zu. Und beide hier wirklich schon fast am Limit, was die Kondition betrifft. 30 Sekunden. So, von der Ecke dort, aus dem Winkel hätte man fast treffen und können. Weiter. Aber Dagi verteidigt auch sehr schön. Also das gefällt mir jetzt richtig gut. Wir dürfen nicht vergessen, nur ein Tor Vorsprung gerade. Und Tor für Jasmin. Jetzt ist er drinne. Achtung, geht weiter. Und weiter, weiter. Und 10 Sekunden sind es noch. 2 Tore Vorsprung. Achtung, wird da noch was draus? Nee. Jetzt versucht sie natürlich die Geschwindigkeit rauszunehmen. 4:2 steht's für Blümchen. So. Hat sich gedacht, ein bisschen Alter. Was ist denn hier los? Alter. Also, das war das erste Tor, was wir hier gerade noch mal sehen. Die verdienen nicht zu viel Geld. So ein Abpraller gerade. Ja, das war gar nicht mal schlecht. Auch schön, schön reingespitzelt, ne? Ja, da wird gekämpft. Ja, körperbetont. Körperbetont. Das muss jeder mal selbst erfahren, das ist echt heftig. Ja, das Hallensport, beziehungsweise diese kurze Distanz, immer zu laufen, zu bremsen, nicht. Das ist anstrengender als auf dem großen Platz auf jeden Fall. Also Respekt davor, ich hätte da auch... Ja, genug Gott für die nächsten 2 Jahre, würde ich sagen. Das ist hart. So, wie sieht's aus mit einem Seitenwechsel? Genau. Flasche hast du von... Dagi, du hast Anstoß. Okay. Wo war Dagis Flasche? Hast du die gehabt? Habe ich schon weggemacht. Sehr. Dann ziehe ich mich wieder zurück. Dagi, noch auf deinen Platz. Auf deinen Anstoßpunkt. Und dann pfeife ich an. Okay. Also ich würde sagen, wir haben hier ein sehr schönes Spiel. Und da ist vielleicht für Dagi noch einiges drin. Die sich ziemlich gut verkauft. Boah, hier zum Beispiel solche Aktionen, die muss man einfach mal ausnutzen. Aber da heißt es auch manchmal, man muss einfach schneller am Ball sein. Das sieht gut aus. Nein! Und nein! Das sind natürlich die technischen Unzulänglichkeiten. Weiter. Kann am Ende richtig wehtun. Oh, getunnelt. Okay, 5:2. Aber es sind noch 2 Minuten. Aber es wäre ja auch wichtig, dass Blümchen hier vielleicht dieses Spiel gewinnt. Boom, denn nächste Treffer, denn sie liegt ja hinten in der Gesamtshow. Und es geht um 100.000 Euro hier heute. Dagi, mach nicht so hektisch Achtung, ja, ruhig bleiben. 5 Sekunden Zeit. Noch ein Tor. Und Jasmin wird jetzt sicherlich auch gleich auf die Uhr gucken und auf den Spielstand. Denn wir haben noch eine 1:40 und sie führt doch ziemlich klar. Schön die Hände weggenommen. So, Achtung, nimmt jetzt auch ein bisschen die Geschwindigkeit raus. Schön getroffen. Ja. Schade, in der ersten Halbzeit sah das gut aus bei Dagi B. Sehen wir hier noch das Wunder von Köln? So, und Jasmin spielt so ein bisschen auch die Uhr runter. Das macht sie natürlich geschickt. Dadurch muss Dagi B agieren. Bumm. Oh, wieder ganz knapp. Ja, die Bande probieren sie noch nicht so richtig. Na, man kann ja mal überlegen, es gibt auch andere Sportarten wie Billard. Mehr will ich jetzt mal nicht sagen. Einer hat's verstanden. Da wird nicht aufgegeben. Na, über die Bande kann man was probieren. Und Achtung, bumm, wieder drin. Also, ich möchte schon fast von der Vorentscheidung hier sprechen. 9:2.
Wir gehen auf die Dreiviertelminute runter. Hier haben Sie jetzt auch schon in diesem Augenblick. Ja, ja, schade. Nachsetzen, reinhämmern. So. Und Jasmin. Und weiter. Einfach nur beim Weghauen, hätte ich beinahe gesagt. Aber sie punktet dabei auch noch. 10 zu 2. Kommt die noch Uhr ein Ehrentreffer. Läuft runter. Nee, trifft die Bande nicht im richtigen Winkel. Ja, das sieht so aus, als wenn die jetzt hier tatsächlich Blümchen die Zeit runterspielen will. Keine großen Aktionen mehr. Oh! Naja. Okay. 10. Da hat man das ehemalige Cheerleaderchen gesehen gerade. Da haben wir den neuen Ball. Einer rein. So, Achtung. Ja, komm. Der Ball ist noch da und die letzten Sekunden. Jasmin gewinnt Frauenfußball und beide sind platt. Ah. Ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Hi. Vielen Dank. Gut gemacht, Christina Biel, unsere Schiedsrichterin. So viel Arbeit hatte sie, glaube ich, nicht. Die Christina, es war noch relativ fair. Dagi hat. Ich glühe. Ja, ist krass, oder? Unglaublich. Vielen Dank, Christina. Lass ruhig. Ja. Gerne. Vielen Dank. Wow. Dankeschön. Also viel Arbeit hatte unsere Schiedsrichterin nicht. Im Gegenteil, Dagi hat sich auch hin und wieder mal entschuldigt. Wenn sie mal nicht. Sind viel zu nett. Ach, Entschuldigung. Oh, kann ich auch einen Handschuh? Dankeschön. Natürlich, Entschuldigung. Oh. Aber an sich war das für Jasmin jetzt wichtige Punkte, auch das dritte Spiel. Hey, Blümchen ist back. Blümchen ist back. Blümchen ja. ist back. Denn jetzt steht es, wenn wir uns den Punktestand angucken, 3 zu 3. Wir haben einen Ausgleich. Und so kann es jetzt eigentlich weitergehen die ganze Zeit. Hui.